Ja, moin, ich bin Holger Schallert von Hamburg Immobilien. Die Erfahrung zeigt, Autos werden häufig mit den Augen gekauft. Und auf Autos, die schon im Internet mit erstklassigen Fotos präsentiert werden, fliegen viel mehr Interessenten als auf die anderen. Doch wenn etwas nicht gut aussieht und die Präsentation einfach nicht ansprechend ist, dann schauen es viele gar nicht erst an, weil sie es nämlich für minderwertig halten. Oder andersherum, wenn die Optik stimmt, hat man automatisch mehr Interessenten und dann kann man sich den Käufer aussuchen. Was meinen Sie, welche Rolle spielen diese Erkenntnisse beim Immobilienverkauf? Unsere Kunden sagen uns immer wieder, dass sie sich für eine Immobilie von uns interessiert haben, weil diese schon im Internet so attraktiv aussah und so toll präsentiert und beschrieben wurde. Auch wenn die Nachfrage angeblich größer ist als das Angebot, werden alleine in und um Hamburg mehr als 5.000 Immobilien zum Kauf angeboten. Sie sehen also, es gibt durchaus Wettbewerb zwischen den Immobilienverkäufern. Ja, wie wollen Sie sich da von den anderen unterscheiden? Übrigens, die meisten Immobilienverkäufe werden zumindest zum Teil bankfinanziert. Da gibt es jedoch ganz erhebliche Konditionsunterschiede. Wir arbeiten nur mit Finanzierungspartnern zusammen, die regelmäßig günstigere Finanzierungskonditionen als andere realisieren können. Und dadurch kann Ihr Kaufinteressent schon einmal 20.000 oder 30.000 Euro sparen. Und das ist meistens mehr als unsere Courtage, sodass Ihr Interessent trotz unserer Vermittlungsprovision unterm Strich viel günstiger fährt. Ja, wie finden Sie nun den korrekten Verkaufspreis für Ihre Immobilie? Was müssen Sie tun, damit sich die Käufer für Ihre und nicht für irgendeine andere Immobilie interessieren? Damit Ihre Immobilie leichter gefunden wird, damit man Ihre Immobilie lieber anschaut als andere, damit Ihre Interessenten den geforderten Kaufpreis für attraktiv halten. Und wenn Sie eine Besichtigung durchführen, wie stellen Sie sicher, dass Ihr Interessent auch nicht nur sich einen bunten Nachmittag machen will oder dass er eigentlich nur auf Ihre Wertsachen aus ist? Dass er auch wirklich ernsthaftes Interesse an Ihrer Immobilie hat? Und wie gehen Sie mit eventuellen Mängeln an Ihrer Immobilie um? Und wenn Ihr Interessent anschließend Ihre Immobilie kaufen möchte, wie gehen Sie dann vor? Wie können Sie sicher sein, dass er den Kaufpreis auch wirklich bezahlen kann? Und wie gehen Sie mit Forderungen nach Kaufpreisnachlässen um? Wie verhindern Sie Fußangeln zu Ihren Ungunsten im Kaufvertrag? Wie stellen Sie eine risikolose Kaufabwicklung sicher? Ja, sind Sie sicher, dass Sie wirklich die Zeit und die Muße haben, sich um all das zu kümmern? Es geht doch um Risiken, die Ihnen bei einem nicht so professionellen Immobilienverkauf auf die Füße fallen können. Sie sind jedoch vermeidbar, wenn Sie sich eine Fachfrau oder einen Fachmann hinzuholen. Durch die Unterstützung unserer IHK-zertifizierten Immobilienmakler müssen Sie sich bei Ihrem Immobilienverkauf nahezu um gar nichts kümmern. Und Sie können sich bereits darauf konzentrieren, was nach Ihrem reibungslosen Immobilienverkauf für Sie wichtig wird. Wir rollen für Sie den roten Teppich aus. Sprechen Sie uns einfach an. Vielen Dank.